Herzlich willkommen auf dem Kanal. Heute geht's endlich mal mit der Honda SR125 weiter. Die Aufnahmen sind schon ein bisschen älter, aber ich habe es halt nicht geschafft hochzuladen. Es geht nämlich darum, dass ich die Lichtmaschine auswechseln muss, weil die durchgebrannt ist, und erstmal muss ich den Deckel da abmachen. Ja, dazu habe ich mal einen Knarrenkasten rausgeholt und muss erstmal die Schrauben hier einfach lösen. Vorher habe ich das Wasser abgelassen, klar. Ja, dann mache ich mich mal daran. Leider sind die Schrauben alle irgendwie unterschiedlich groß, deswegen habe ich mir das mal hier so aufgenommen. Also falls das jetzt einer mal wissen muss, weiß er Bescheid. Das ist links, oben und dann chronologisch runter. Das ist oben einer, da ist noch einer, aber der ist jetzt weg. Unten, das ist links, das ist dann weiter rechts und das ist auf der rechten Seite. Das ist der erste oben, das ist der zweite unten. Ja, das ist der Deckel, den konnte ich relativ unproblematisch abbekommen. Man kann auch es schon direkt sehen, dass hier die Dichtflächen auf jeden Fall noch gereinigt werden müssen. Das wird auf jeden Fall ein Spaß, das weiß ich, weil die sind in der Regel sehr hartnäckig. Dazu habe ich mir aber hier so ein paar Drahtbürsten geholt, weil anders kriegt man es meiner Meinung nach nicht ab. Ne? So ein bisschen Drahtwolle, Drahtbürsten, und dann schrubbt man die ab. Ja, ich weiß, es werden kleine Riefen und Kratzer an den Dichtflechten kommen, aber das ist nicht so schlimm, weil man ja das mit der Dichtmasse wieder ausgleichen kann. Verschiedene Aufsätze, Drahtpolierer, dann noch so Maler- und Lackiererwerkzeug, ne, um das abzukratzen, weil diese Dichtrückstände, das ist so die schlimmste Arbeit von dem ganzen Prozess hier. Ich habe das erstmal so grob abgeschabt, das ging ganz gut mit dem Aufsatz für die Bohrmaschine hier. Die Lichtmaschine an sich zu wechseln ist nicht schwer. Es ist im Grunde einfach nur den Deckel abmachen, Lichtmaschine ausbauen, Lichtmaschine wieder einbauen. Ja, jetzt habe ich es blitzblank gemacht. Es ist wichtig, dass die Dichtflächen blitzblank sind. Das ist das A und O. Jetzt habe ich die neue Lichtmaschine mal eingesetzt und habe gemerkt, dass die nicht genau gleich ist. Die Lichtmaschine hat noch so Vertiefungen und die Schrauben passen halt nicht. Jetzt habe ich mir erstmal neue Schrauben besorgt. Die Dichtflächen da am Motor habe ich natürlich auch blitzeblank bekommen. Das war aber echt ein bisschen anstrengend und ein bisschen zeitintensiv. Insgesamt, ja, könnte der Roller mal eine Motorwäsche gebrauchen. Mit den Utensilien habe ich es gemacht, ne? Mit dem Maler-Utensil und mit dem Bohrmaschinenaufsatz. Die Schrauben habe ich mir geholt, kürzere. Pickup ist mir leider hingefallen. Ich hoffe, der ist noch in Ordnung. Ich werde das mal so einbauen und testen. Das Video folgt. Ich frage mich, ob ich unbedingt, wenn ich das alles eingebaut habe, ob ich unbedingt erstmal Öl einfüllen muss, um zu gucken, ob der Motor läuft, aber wahrscheinlich ja. Auf jeden Fall wird das Video jetzt kommen. Es ist kein Hexenwerk, es ist halt natürlich was komplett anderes als beim Zweitakter.